So, mal schauen, was wir jetzt noch machen können. Ich weiß nicht, drehe ich das am besten gleich wieder runter oder... Ja, ich würde sagen, wir bewegen den Popser einfach mal wieder runter. Theoretisch, wenn ich die... Ja, wenn ich das Strom kappe, den Strom kappe, geht's wieder runter. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, wenn ich hier stehen bleibe. Ja, so komme ich nach oben. Das machen wir mal. So, jetzt drehe ich das Ding wieder hoch. Unten auf der Minimap sieht man es ganz gut. Es bewegt sich. Ja, es dreht sich wieder nach oben, bis die Leitung wieder komplett ist. Ich habe keine Ahnung. Es scheint etwas länger zu dauern in den Tempel hier. Ja gut, Waruta, da hat auch 2 Folgen gebraucht. Bei dem hier bin ich ja noch nicht ganz... Es war jetzt die 2., aber in der 1. war ich ja nicht... Ah, hier ist das Auge. Okay, nein, keine Bombenpfeile. Komm her. Bam. Puh. Und da verschwindet der ganze Müll hier. Oh, hier sind überall Augen. Noch irgendwo eins? Nee. Über diese Stromdinger. Da sind ein paar Wächter. Hier kann man runterfallen. Hm, jetzt bin ich schon mal etwas höher. Hier fährt eine Plattform hoch und runter. Eine Kugel. Mist, jetzt habe ich die verpasst. Okay, hier sind auch nochmal überall Augen. Was heißt überall? Jawohl, weg ist es. Komm her. So, jetzt sind wir ja schon fast... in den Höckern drinnen, na fast. So, hier war irgendwo die Kugel. Ja, hier ist die Kugel. Ups. Ja, ich werf die erstmal runter. Unten ist sie ja erstmal nicht weg. Ah, da ist noch eine Kiste. Wie viele Kisten gibt es denn hier überhaupt? Das würde mich gern mal interessieren. So, dich werfe ich auch erstmal runter. So, was ist drin? Eine antike Schraube. Naja, okay. Okay. So, was mache ich jetzt mit der Kugel? Bing. Simiert sich da irgendwas? Nee. Ich habe keinen blassen Schimmer. Nehme ich die erstmal mit hoch? Lasse ich die unten? Ich weiß es nicht. Mann! Ich habe keine Ahnung. Na, auf jeden Fall weiß ich schon mal, dass hier eine Kugel ist. Ich lege die mal nicht allzu weit weg. Hier ist noch die Tür komischerweise zu. Hm. So, wir nehmen sie mal mit. Komm, Scotty, beam mich hoch. Okay, wir sind schon mal hier. Hier können wir sie erstmal liegen lassen. Noch höher fährt der Aufzug nicht, ne? Was ist das hier? Ach, das ist wie eine Art Leiter. Okay. Eine Kiste. Ein Rad. Was ist das Rad? Wie komme ich gesund jetzt an die Kiste ran? Ja, egal. Ab durch die Matsche. Ab durch die Matsche. Okay, von da hinten aus wäre ich vielleicht auch rangekommen. Ich weiß es nicht. Da hinten ist noch eine Kugel. Alles klar. Und noch ein Wächter da hoch und runter fährt. Ich muss erstmal irgendwie an das Rad ran. Ja, die blöde Matsche, ey. Na, wir drehen es einfach mal. Okay, das da unten dreht sich also. Vermute mal. Ja, noch eine Drehung. So, jetzt ist irgendwo Saft drauf. Alles klar. Irgendwo ist jetzt Saft drauf. Ah, auf dieser Plattform. Die bewegt sich jetzt hin und her. Ich nehme einfach jetzt mal die Kugel weiter mit. Obwohl, wir könnten erstmal dahin gucken. Das ist...
Ja, das ist das Hinterteil immer noch. Ja, das ist das Hinterteil. Von hier komme ich ja. Stimmt. Gibt's hier noch irgendwo eine Truhe? Nicht, dass ich hier was verpasse. Ey, das ist nicht ganz geheuer hier. Ja, ist egal. Ist erstmal egal. Ich weiß auch gar nicht, ob man das am Ende sieht, ob man alle Kisten hat oder nicht. Aber theoretisch müsste man das sehen. Komm hier. Ah, da ist er schon. Wächter. Hau ab. Okay, da ist noch ein Auge. Weg mit dir. Gut, der Durchgang ist auch frei. Oh, hier ist der nächste Kontrollschalter. Dann fehlen nur noch... Drei Kontrollsiegel fehlen noch. Drei Stück. Bitte halte durch. Ja, ich halte durch, ich halte durch. Jetzt kommt erstmal der Wächter hoch. Stirb. Okay, jetzt sind wir hier oben. Hier ist die zweite Kugel. Die nehmen wir gleich mit. Die Kiste da hinten haben wir. Hier ist nichts weiter. Ich weiß noch nicht, wozu die sind. Ah gut, das werden wir gleich rausfinden. Hoffe ich zumindest. Ich will jetzt bloß nicht so weit runterfallen. Ist das okay? Oh, gerade so. Wofür sind die blöden Kugeln? Für was brauche ich die? Schmeiß die jetzt einfach mal runter. Wo ist die jetzt? Ja, die müsste unten sein, oder? Oder ist die in der Welt verschwunden? Ja doch, die ist unten, gut. Ich dachte jetzt schon, die ist in der Welt verschwunden. Na da. Mann. So viele Herzen wollte ich nun auch nicht verlieren. Was macht man mit diesen blöden Kugeln? Ah, okay. Komme ich da hin? Durch die Öffnung kann ich auf jeden Fall runterfallen. Jetzt lass mal die Kugel... Ist ja noch ein Auge. Tatsache. Blöden Augen. Dann öffnet sich dieser Durchgang hier noch. Ah, so kommen wir auf den Kopf. Oh gut, hier waren wir ja schon mal. Auf dem Kopf gestellt. Nee, waren... Hier waren wir noch nicht. Ja, wartet erstmal. Erstmal eins nach dem anderen. Da ist auch nochmal irgendwas. Aha. Packen wir es erstmal da drauf. Ein Wächter, kommt daher. Ja, er schießt das mal vor die Wand. Die Tür bleibt wohl offen. Mensch, kommt die auch mal her oder was? Scheinbar nicht, ne? Ach Mann. Hau ab. Naja, komm. Verzieh dich. Antike Schraube, antike Feder. So, ja, hier scheint die zweite Kugel reinzupassen. Und dann haben wir schon mal den nächsten Kontrollraum. So wie ich die Sache hier sehe. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Alles klar. Schickerstein erkannt. Jetzt hast du nur noch zwei Kontrollsiegel vor dir. Behalte einen kühlen Kopf. Behalte einen kühlen Kopf, du hast leicht reden. So, haben wir jetzt hier irgendwas noch verpasst? Hier oben war ich doch, ne? Oder? Ja, hier oben war ich schon. Glaube ich zumindest, ja. Müsste ich eigentlich schon gewesen sein. Ja, hier ist die Kletterwand. Hier können wir noch hochklettern. Da das Kontrollsiegel habe ich. Es fehlt noch eins unten und eins im Kopf. Also ab zum Kopf. Was mir halt ein bisschen auf so Sorgen macht, sind die ganzen Truhen hier. Das ist so das, was mich so leicht stört. Aber wie willst du denn hier auch alle kriegen? Ja, hier kann man runterfallen.
Hier kann man runterfallen. Ist jetzt am Kopf irgendwas? Nee. Also ich sehe zumindest nichts. Keine Truhe, nichts. Auf jeden Fall sehe ich eine Stromleitung. Da geben wir jetzt nochmal Strom drauf. Mit diesen zwei Dingern vermutlich. Und dieses Rädchen. Was dreht sich? Gar nichts. Hä? Ah. Weiter. Noch weiter. Komm jetzt hier. Da kommt's. Okay, Nummer 1 haben wir. Und jetzt? In die andere Richtung, oder was? Tatsache. Drehe, 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 drehe. Noch weiter, noch weiter. Na komm. Hallo? Und noch eine Drehung. So. Der Kopf hebt sich. Und ich kann hoch mit dieser komischen Plattform hier. Alles klar. Da kann man auch hochklettern, wenn es sich dreht. Da kommt man hoch. Da, den Schickerstein habe ich aber schon. Was soll ich jetzt... Ah, hier ist der nächste. Direkt im Kopf drinnen, stimmt. Hat mir ja vorhin geguckt, Mensch. Depp. Nur noch ein Kontrollsiegel. Jawohl. Es fehlt nicht mehr viel. Noch ein Kontrollsiegel. Noch ein Kontrollsiegel. Das ist mitten im Körper. Mehr im hinteren Bereich. Okay. Mehr im hinteren Bereich. Theoretisch kann ich doch eigentlich hier gleich ganz runter. Oder? Ich probiere es einfach mal hier rüber zu fliegen. Was soll man schon verlieren? Was soll man schon verlieren? Ja, so kommen wir auch hier ran. Die Matsche geht natürlich nicht weg. Was ist das hier? Wo ist denn das Ding? Die Kiste haben wir da hinten. Ja, die haben wir. Okay. Die haben wir. Sieht so geil aus, wie da die Wüste läuft. Ah, herrlich. Hier kann man Urlaub machen. So auf dem Riesenkamel Urlaub machen. Herrlich. Herrlich. Eine Kiste. Ach, das ist die, die ich vorhin mal kurz gesehen hatte. Bombenpfeile, 5 Stück. Okay. Urlaub auf dem Kamel. Eine geile Aussicht. Auf die satte grüne Wüste. Grüne Wüste vor allem. Da ist noch eine Kiste. Und ja, die andere Kiste, die wir gesehen hatten kurz, die am seidenen Faden hängt. Und diese Kiste hier. Dazu müssen wir aber... So können wir nicht ran. Das Hinterteil wieder runtersenken, ja? Das machen wir gleich mal. Ich glaube, der muss sich einfach nur den Strom trennen. Jetzt hängt die natürlich am seidenen Faden. Wenn ich das ganz anhebe, mich aber im hintersten Teil befinde, könnte ich an diese Metallkiste rankommen. Wartet mal. Ich drehe es nochmal hoch. Nee, da kommt man trotzdem nicht ran, oder? Erstmal muss das Ding eine ganze Runde drehen. Das dauert. Das dauert. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Okay, gucken wir nochmal von außen nach. So, es ist fertig gedreht. Nee, an die Metallkiste kommst du nicht ran. Das kannst du vergessen, die da hinten baumelt. Das muss sein, wenn es unten ist. Toll. Ganz toll. Weil noch höher geht der Popser nicht.
Am Arsch, ey. Mann. Wie macht man das hier? Hier sind ja auch noch Kisten, die ich holen muss. Muss ich das Mittelteil drehen? Ah! Wollte ich gar nicht. Danke. Dass mich das hier gleich mit wegdreht. Ja, irgendwie muss man doch an diese Kiste rankommen. Das gibt's doch gar nicht. Sie baumelt auf jeden Fall. Muss ich sie im richtigen Moment abschießen? Oder wartet mal. Nein. Ich kann's nicht. Nein. Die Kiste ist weg. Und das war so eine gute Idee. Na klasse. Och, weißt du. Und wie komme ich jetzt an die blöde Kiste da oben ran? Jetzt steht die ja richtig. Die ist jetzt direkt über mir. Ich muss am höchsten Punkt rauskommen irgendwie. Am höchsten Punkt rauskommen. Das ist da oben. Ja, toll, eine Kiste habe ich mir jetzt versaut. Die kommt doch nie wieder, oder? Hm, na schön. Hier kommt man auch nicht durch. Klasse. Da muss ich mich irgendwie mit dem Hinterteil anheben lassen. Geht das? Würde das gehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Die zwei Kisten müssen wir auf jeden Fall noch holen und... Hier muss irgendwo dieser Kontrollpunkt sein. Von da hinten. Aha. Okay, wir drehen mal das Mittelteil. Jetzt sieht das... Ich glaube, das ist hier in dem Kasten dort. Ja, da ist so ein Shiga. Komisches Dingsdabums. Jep, hier ist er, der letzte Kontrollpunkt. Und jetzt komme ich auch ran. Aber mich ärgert das immer noch mit der Kiste. Das ärgert mich mit der Kiste. Toll gemacht. Alle Kontrollsiegel sind aktiviert. Fahre jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du jetzt hin. Ja. Aber sei weiter auf der Hut, ja? Ja, ja, ich bin weiter auf der Hut. Sowas von auf der Hut. So, jetzt muss ich das Ding wieder drehen. Noch zweimal, würde ich sagen. Oder? Reicht das? Einmal. Zweimal. Nee, das reicht noch nicht. Um rauszukommen, reicht das noch nicht. Noch einmal. Verdammter Mist. Ich glaube, ich musste den Schwanz, das Hinterteil ablassen und wenn die Kiste baumelt, im richtigen Moment abschießen. Ich glaube, das war... Des Rätsels Lösung und nichts anderes. Und ich dachte, ich kann das mit Stasis Modul anhalten. Die Kiste abschießen, da bleibt sie noch eine Weile in der Luft. Und ich hole sie mir dann anschließend durch. Naja. Magnetmodul, aber du kannst nichts magnetisieren, was du mit dem Stasis Modul angehalten hast. Ja. So ist das nun mal. Okay, wie komme ich jetzt an die Kisten hier in der Mitte ran? Die wollte ich unbedingt noch haben. Wir drehen das Mittelteil nochmal. Verdammt, wird das steil. Okay, wir sind jetzt hier. Da ist schon mal eine Kiste. An die komme ich schon mal ran. Hoffe ich. Jawohl. Antike Achse, hier. So geiles Zeug hier drin. Und noch eine Drehung. Und wir kommen... Nein, noch nicht an die andere Kiste ran. Oh, jetzt ist der Durchgang offen bis hinter. Vorher war das... Ach so, weil der Kopf aufgerichtet ist. Ja, wenn der Kopf senkrecht ist, dann kann man da durch an dem Kopf entlang gehen. Stimmt, da habe ich aber die Kiste schon geholt, glaube ich, oder? So, noch einmal drehen.
Und ich komme an diese Kiste ran. So. Königsbogen mit Schnellfeuer. Kein Platz in der Tasche. Ja. Alles klar. Dann schmeißen wir Königsbogen. Ne, das ist der Gerudo-Bogen mit Weitschuss. Hohe Reichweite. Da wollte ich mir unbedingt einen noch aufheben. Haltbarkeit, Angriffskraft. Habe ich nur verdammt normalen Haltbarkeit. Ja, schmeiße ich den weg. Okay. Königsbogen mit Schnellfeuer. Nur braucht man gestaltet überaus mächtig. Was ist aber Schnellfeuer? Schneller schießen. So, das Doofe ist, man bekommt nicht angezeigt, ob man alle Kisten hat. Zumindest nur, wenn man alle Kisten hat. So, wo meine ich das? Ich kann doch den Shika-Sensor... Nein. Ich will den Shika-Sensor haben. Im Handbuch wählen. Wo sind Schatzkisten da? Schatztruhe ist gleich Schatztruhe, ne? Sogar am Boden vergraben. Okay. Da ist keine Schatzkiste mehr. Da schlägt es natürlich aus, auf diese Schatzkiste dort. Das ist logisch. So, wir müssen jetzt irgendwie hoch und von oben auf diese Schatzkiste runter, während das Hinterteil so ist, wie es jetzt ist. Und es ist ausgeklappt. Okay, da drehen wir am besten das Ding nochmal. Komme ich denn da jetzt hoch? Ich will ja da ganz hoch. Nochmal drehen. Da hoch möchte ich. Erfahren wir am besten noch eine Runde und wir fahren mit dem Ding hier mit. Genau. Und noch eine Runde bitte. Ja, so sieht das doch gar nicht so schlecht aus. So, wie ist jetzt der Plan? Von oben irgendwie runterfallen lassen? Die Dinger sind wieder... Ach nee, gut, die stehen noch richtig. Alles klar. So, jetzt könnte ich das drehen, aber das Ding ist ja direkt unter mir, ne? Oder irre ich mich? Ja, hier ist sie. Und von hier aus wäre ich da an diese Kiste rangekommen? Nee, an die Metallkiste wäre ich noch nie rangekommen. Die hing, wo hing denn die? Die hing noch unter mir. Ne? Ich glaube ja. Da wäre ich nicht rangekommen. Da wäre ich nicht rangekommen, nee. Ich bin schon froh, dass ich an diese Kiste jetzt komme. Hoffe ich zumindest. Ja. Puh. Antikes Zahnrad, ja. Ey, nur solche Crap-Items. Okay, wenn ich mich jetzt, wenn ich das Ding jetzt drehe, falle ich runter. Kann ich auch gleich so runterfallen. Hier ist keine Kiste mehr. Aber er sagt mir, es ist noch eine da. Liegt die in der Wüste oder was? In die Richtung keine Kiste? In die Richtung Kiste. Die ist aber nicht mehr da. Oder taucht die wieder auf, wenn ich mich zurückporte und wieder herporte? Weil scheinbar habe ich hier alle Kisten. Es funkelt nirgendwo mehr. Oder? Ich denke, ich habe alle Kisten. Da ist noch eine. Okay. Irgendwo da ist noch eine Kiste.
schlägt volle Bude aus. Wo ist sie? Ah, die habe ich doch. Da zeigt mir wahrscheinlich die Kiste an, die runtergefallen ist. Kann das sein? Ja. Da ist keine Kiste mehr. Ich kann mich höchstens mal raus teleportieren. Oder? Ort verlassen. Ich probiere es einfach mal. Ich verlasse den Ort und porte mich nochmal da rein. Und mal schauen, ob wir nochmal an die Kiste rankommen. Da muss ich wahrscheinlich wirklich die Kiste baumeln lassen und dann im richtigen Moment mit dem Pfeil abschießen. An was anderes bleibt da nicht übrig. So, ich will wieder zum Titanen, bitte. Nicht Tagebuch öffnen. Teleportieren. Muss doch möglich sein, an alle Kisten zu kommen. Kann ja nicht sein, dass man sich hier eine Kiste versaut. Was ist, wenn da antiker Riesenkern drin ist? Ich meine nicht, dass man an die Dinger vielleicht gar nicht rankommt, aber trotzdem. Ich bin so ein Mensch, ich will am liebsten 100% haben. Ich weiß, das geht nicht immer. Also alle Crocs werde ich nicht suchen. Um Gottes Willen, zumindest jetzt noch nicht. Zumindest noch nicht vor. So, mal schauen, ob jetzt hier der Sensor noch ausschlägt. Und ob die Kiste wieder da ist. In die Richtung schlägt er auf jeden Fall aus. In die Richtung nicht mehr. Ist schon mal viel wert. Ich denke, es gibt nur noch eine Kiste hier drin. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Und das ist diese hier. Ja, sie hängt wieder da. Ich sehe sie ganz verschwommen hinten in der Hitze. Oh, das, wie soll man an diese Kiste rankommen, außer so? Ist das blöd. Blöd. Ich kann sie ja mit Magneten baumeln lassen, oder? Die mal baumelt bloß in die verkehrte Richtung. Mehr ist es nicht. Aber auf jeden Fall irgendwie so. Die baumelt ja eine ganze Weile. Komm mal her zu mir. Komm mal her zu mir. So. Jetzt habe ich sie so. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Ey, das ist doch... Das ist doch verflixt hier, Mann. Wie soll ich denn sonst an die Truhe rankommen? Ort verlassen. Und schon wieder rein. Gut, ich würde sagen, da die Kiste, die holen wir uns in einer anderen Folge. Und zwar gleich zu Beginn. Ich porte mich jetzt nochmal raus. Ich porte mich nochmal rein und dann versuchen wir nochmal die Kiste rauszuholen und machen anschließend ja, diesen komischen verfluchten Titan, wer auch immer hier auf uns lauert. Im Varuta war es da. Gennens Wasserfluch. Hier ist es wahrscheinlich Gennens Wüstenfluch. Ich weiß es nicht. Gut, aber das war bis zum nächsten Mal. Holy Moly von Barogos. Ich will nicht. Nee, nee, oder? Ach komm, ich probier's. Wir hauen jetzt einfach mal ein paar Pilze in die Pfanne. Dubiose Matsche. Scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nichts für Zartbeseitete. Kritisch gekocht wird, wird das Essen definitiv kritisch. Ich sehe dich. Gibt's ein paar Worte mit, mein Guter. Oh, ist das schnell. Ich habe eigentlich was anderes erwartet. Wartet mal, da oben ist ein kleines Windrädchen auf dem Kopf dieses IAs. Ah, ich muss hundertprozentig diesen Stein da in diesen Steinkreis reinschmeißen, ja. Nein, das ist doch nicht des Rätsels Lösung. Doch easy! Jawohl. Was sagt's denn? Stil ist das Ende von Besen. Komm, Oma oder Opa, was auch immer du dahinter bist. Aber 150 Rubine. Ja, siehst du dich noch? So war das jetzt nicht geplant. Nee, ich kauf dir nichts ab. Kann du vergessen? Nein, nein, brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Ah ja,
Du willst dich hier verstecken, ja? Du willst mich hier zum Narren halten? Bockstock. Hab ich Bock auf den Stock? Ja, das ist mein Pferd, das mich hier tritt, weil das Angst vor Fledermäusen hat. Sag mal, du blöder Gaul. Oh, das kriegt mich einfach weg. Sie mag mich. Eichelartiges Geschick, alter Mensch. Ja, genau das war der Plan. Und es klappt sogar. Seht euch nur mein Werk an. Ich habe Feuer gemacht. Oh, schön. Jetzt machen wir noch ein paar Steaks hier. Herrlich. Ich darf... Oh. Danke, Zelda. Danke. Game over. Verabschiede ich mich mit einem donnernden Applaus. Und wir sehen uns in einer weiteren mit Holy Moly von Barocco.